Wir sind in Jüxen, im Thüringer Wald, und pflanzen 2000 Bäume. Das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist eine Kahlfläche von einem Hektar ungefähr, die im letzten Jahr sukzessive entstanden ist. Je vielfältiger wir sind, desto besser können wir uns in der Zukunft auf Situationen anpassen. Ne? Also je mehr Baumarten wir auf einer Fläche haben, desto besser können wir in der Forstwirtschaft reagieren, wenn Schadereignisse da sind. Da helfen uns die 2000 Pflanzen von Sonnepan natürlich sehr, weil wir mal was ausprobieren können. Wir können links und rechts vom Standardverfahren, sage ich jetzt mal, eine Baumart etablieren, die hier in Thüringen einfach noch nicht so bekannt ist. Es gibt viel zu viele Betriebe, die geben sinnlos Geld aus. Wir wollen sinnvoll das Geld ausgeben und für unsere gesellschaftliche Verantwortung gerecht werden. Das Thema Klimawandel, das ist alle 5 Minuten überall präsent. Und bei Sonnepan hat es dazu geführt, dass wir eine weltweite Organisation aufgebaut haben, wo in jedem Land ein Sustainability Manager existiert. Und das nimmt die Familie gerade bei uns sehr, sehr ernst und wir unterstützen das ganze Thema mit Leib und Seele. Wir wollen unbedingt einen Beitrag dazu leisten, dass wir das 2-Grad-Szenario einhalten. Das ist im Prinzip Ziel unserer Pflanzaktion hier gewesen, eine Initiale zu schaffen, dass wir für die nächste Waldgeneration mehr Baumarten auf der Fläche haben, und mehr Vielfalt bedeutet immer mehr Widerstandskraft.